Der Last of Us-Star Troy Baker kündigt eine Partnerschaft mit einer NFT-Firma an, der Fan-Lieblingsmodus Rush kehrt in Battlefield 2042 zurück und die komplette Hitman-Trilogie erscheint schon nächste Woche als Bundle. Heute ist der 14.01.2022, mein Herz ist immer noch gebrochen und hier kommen die News mit Jules. Wer Spiele gerne mit englischer Sprachausgabe spielt, der hat seine Stimme unter Garantie schon sehr oft gehört. Troy Baker ist einer der bekanntesten Videospielsprecher und zeichnet unter anderem für die Stimmen von Joel in The Last of Us oder Booker DeWitt in Bioshock Infinite verantwortlich. Nun hat er auf Twitter eine Partnerschaft mit dem NFT-Unternehmen Voiceverse NFT angekündigt. Dass die aktuell sehr kontrovers gesehenen digitalen Blockchain-Besitztümer für heiße Diskussionen sorgen würden, scheint ihm bewusst gewesen zu sein, denn am Ende seines Tweets steht der Satz "You can hate or you can create", zu Deutsch, du kannst hassen oder etwas erschaffen. Vor allem dieser letzte Satz lässt ihn nun bei seinen Followern in Ungnade fallen, da NFTs gerade für Künstler viele negative Konsequenzen mit sich bringen können. Und genau das ist das Kuriose daran, Voiceverse NFT verkauft KI-Stimmen-NFTs. Das Unternehmen bewirbt eine Zukunft, in der es keine echten Sprecher mehr gibt, sondern KI-Stimmen per NFT verkauft werden, die dann genutzt werden können, um jeden beliebigen Text zu sprechen. Also eine Zukunft, in der seine Kunst durch Automation ersetzt und professionelle Sprecher wie Baker arbeitslos wären. Selbstverständlich kommt es unter dem Twitter-Thread zu einem ziemlichen Shitstorm. Viele Nutzer geben an, Baker zu entfolgen, während andere probieren, ihn mit Argumenten von den Problemen mit NFTs zu überzeugen. In welchem Ausmaß Troy Baker die NFT-Firma nun wirklich unterstützt, ist noch nicht klar. Findet er lediglich die Technologie interessant oder wird es Joels Stimme bald als NFT zu kaufen geben? You think I'd let you do this on your own? Battlefield 2042 bringt den Lieblingsmodus der Fans Rush sowie den Modus Rush of Ages zurück. Beide Spielmodi waren Teil eines temporären Ingame-Events, kamen aber so gut an, dass zum Ende des Events ein Aufschrei erfolgte, als sie nicht mehr spielbar waren. Rush gehört seit vielen Serienablegern zu den absoluten Kernmodi der Battlefield-Reihe und viele Spieler fragten sich, warum der Modus kein permanenter Teil von Battlefield 2042 sei. Kurioserweise wurde Rush in 2042 gerade dafür gefeiert, dass er die größten Verkaufsargumente des Spiels außen vor lässt. In Rush spielen wir mit geringerer Spieleranzahl und auf kleineren Teilbereichen der eigentlich gigantischen Maps. Über den Battlefield 2042 Spielmodus Portal ist Rush nun wieder spielbar, aller Voraussicht nach aber wieder nur für einen begrenzten Zeitraum. Weitere Portal-Additionen sind der Modus Conquest of Ages und Run, Stop, Kill, Repeat. Battlefield 2042 kämpft seit dem Release am 19. November mit immer stärker schwindenden Spielerzahlen und wurde auf Steam inzwischen zeitweise schon von seinen beiden Vorgängern Battlefield 5 und Battlefield 1 überholt. In der gestrigen Year 2-Präsentation hat IO Interactive ihre Pläne für den fortgeführten Support für Hitman 3 im Jahre 2022 angekündigt. Los geht's direkt am 20. Januar, an dem die gesamte Hitman Reboot-Trilogie nochmal als Sammelpaket erscheint. Sie soll dann auch direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein. Außerdem erscheint das bisher Epic-exklusive Hitman 3 damit erstmals auch für Steam. Besitzer einer VR-Brille werden nun auch die Levels aus Teil 1 und Teil 2 der Trilogie in VR erleben können. Die PC-Version von Hitman 3 soll außerdem in 2022 Raytracing-Support bekommen. Die Entwickler freuen sich über den Meilenstein von 50 Millionen aktiven Spielern, ein Bestwert für das Hitman-Franchise. Man verspricht außerdem neue Maps, Storylines, Modi und Spielarten für das kommende Jahr. Ein weiteres Update soll es noch im Frühling geben. Am 1. Februar sollte eigentlich das neue LEGO Overwatch-Set Titan erscheinen. Doch LEGO hat nun angekündigt, dass sich der Release auf unbestimmte Zeit verschieben wird, weil man seine Geschäftsbeziehung im Zuge der aktuellen Kontroverse um den Publisher überdenken wolle.
Activision sieht sich seit Mitte letzten Jahres mit mehreren schweren Vorwürfen zu schlechten Arbeitsbedingungen, Diskriminierung und der Belästigung weiblicher Mitarbeiterinnen konfrontiert und wird dafür vom California Department of Fair Employment and Housing verklagt. Mehrere Partnerfirmen, unter anderem auch Phil Spencer von Xbox, haben bereits angekündigt, in Zukunft anders mit dem Publisher umgehen zu wollen, auch wenn nicht klar ist, was sie damit konkret meinen. Das Titan-Set war eins der letzten Lego-Overwatch-Sets, die noch erscheinen sollten, nachdem ein Großteil der geplanten dritten Release-Welle aufgrund der schwachen Verkaufszahlen bereits gecancelt wurde. Das bisher unangekündigte Singleplayer-Spiel von Respawn Entertainment hat mit Mohammad Alavi seinen Creative Director verloren. Dieser verkündete auf LinkedIn, er wolle nun ein neues Abenteuer suchen. Alavi ist seit 18 Jahren in der Spielebranche und arbeitete neben Respawn auch 7 Jahre bei Infinity Ward. Nur 2 Spielefirmen in 18 Jahren ist in der schnelllebigen Branche ein sehr besonderer Wert. Alavi war maßgeblich an der Entwicklung von Titanfall und Apex Legends beteiligt, als Senior und später Narrative Designer. Im Juli letzten Jahres kündigte Respawn an, an einem Singleplayer-Adventure-Spiel mit Alavi als Creative Director zu arbeiten. Zu der Zeit befand sich der Titel noch in einem sehr frühen Stadium und man suchte noch Verstärkung für das Team. Das Ganze soll ein Resultat daraus gewesen sein, dass EA nach dem Erfolg von Star Wars Jedi Fallen Order wieder auf den Geschmack von Singleplayer-Spielen gekommen war. Kurz davor hatte EA unter anderem nämlich auch das Dead Space Remake angekündigt. It's about time we got a real vacation. Das waren die heutigen News. Vielen Dank fürs Zuschauen und Abonnieren und das fällt mir jetzt auch schwer und so, aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, klickt hier. Auch wenn ihr euch die Laune dann verderben werdet. Wir sehen uns morgen nochmal zu den Neu- und Gratis-Games. Bis dahin, haut rein und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules. Das fällt mir jetzt auch schwer und so, aber wenn ihr noch nichts gesehen habt...